Hallo ihr Lieben. Hallo zusammen. Wir sind's wieder. Ja, wir melden uns aus dem Hugo. Wir haben gepackt. Wir haben irgendwie so eine Odyssee hinter uns. Ich weiß gar nicht, ist es bei euch auch immer so? Wir haben gestern vergessen, den Hugo schon mal vorzufahren, warm laufen zu lassen und ein bisschen was einzupacken. Das haben wir ziemlich lang gebraucht. Also irgendwie. Ja, ich wollte gestern Abend eigentlich noch rüberfahren, um einen Strom anzuschließen, dass er schon mal warm wird und alles. Und dann hat die Julia so gesagt, ach, brauchst du doch eigentlich nicht. Und dann haben wir gedacht, ach, ich bin eh gerade faul, mach ich's nicht. Aber wann bist du nicht faul? Weil früher haben wir dann gedacht, du bist eigentlich ein Depp. Weil es hat jetzt ganz schön gedauert, bis er dann warm wurde. Dann ging das Gas erst nicht, weil es... Dann war das Wasser drin, dann ging der Forstwächter. Da war das halbe Wasser wieder draußen. Nein, es ist okay. Übertrieben, wie immer. Nee, ist lustig. Ich mache den Frostwächter zu, bevor das Wohnmobil warm war, hat er sich zumachen lassen, denke ich mir, hoppala. Dann habe ich eingeschürt, habe das Wasser eingefüllt, dann denke ich mir, oh, richtig warm schon, der Klappe beim Frostwächter. Ja, und auf einmal macht er los. Ja. Ja, dann, okay, dann haben wir, was haben wir dann? Dann haben wir das Hundefutter vergessen, dann mussten wir wieder zurückfahren. Dann habe ich festgestellt, dass ich mein Handy zu Hause noch an der Strippe hängen habe. Also nochmal, ja, okay, wir haben so ein paar Stationen jetzt hinter uns, haben noch eine Kühlschrankabdeckung besorgen wollen. Da waren wir auch irgendwie... Ja, die ist jetzt bestellt. Weil ich habe nämlich auf der Heimfahrt, das habe ich nicht bemerkt, das habe ich erst bemerkt, wie ich zu Hause war, auf der Heimfahrt von Bad Waldsee letzte Woche, ja, eine Kühlschrankabdeckung verloren. Die Winterabdeckung. Die Winterabdeckung habe ich scheinbar nicht richtig befestigt oder es war ziemlich viel Wind und es war ziemlich viel Regen. Vielleicht halten die halt einfach nicht. Also da, wo wir es jetzt bestellt haben, der hat gesagt, das kommt öfters vor. Ja, und jetzt waren wir noch schnell beim Bäcker. Ja. Und überhaupt sind wir auf dem Weg. Ja, wir vermissen zwei Sachen. Wir vermissen, also ich, warm, Sonne und Weihnachtsstimmung. Beides passt nicht zusammen, aber eins holen wir uns jetzt wenigstens. Genau, weil Schnee liegt bei uns, ist doch schön. Ja. Und jetzt holen wir uns die Weihnachtsstimmung. Genau, also wir sind auf dem Weg nach Bamberg und wollen dort auf den Weihnachtsmarkt und ja, uns endlich ein bisschen einstimmen. Wir haben die letzten Tage ziemlich viel gearbeitet und machen jetzt einfach mal 2-3 Tage Pause. Ja, und schauen uns dort den Weihnachtsmarkt an. Ja, und dann nehmen wir euch mit. Genau. Steht der Hugo. Wir sind angekommen und da unten steht der Roland. Ich dachte auch der Hugo. Und die Emma. Ja, wir stehen jetzt hier am Wohnmobilhafen Heinrichsdamm in Bamberg. Der ist direkt am Main. Wir schauen also genau auf den Main, in den Main rein oder auf den Main drauf. Und jetzt laufen wir nach Bamberg ein bisschen. Aber nur wegen spazieren gehen, dann trinken wir erstmal Kaffee und heute Abend gucken wir uns den Weihnachtsmarkt an. Ja, jetzt gehen wir erstmal nur eine kleine Runde mit der Emma. Genau. So, hallo ihr Lieben. Servus. Wir haben den Nachmittag gefaulenzt und jetzt geht's ab in die Kälte. Ja, so kalt ist es, glaube ich, gar nicht. Es schneit hier nicht. Aber so schauen wir aus. Eingemummelt wir sind bis zum geht nicht mehr. Ja, zum Weihnachtsmarkt geht man eingemummelt. Ja. Gefütterte Schuhe angezogen. Also ich. Ja, ich auch. Ja,
Und jetzt schauen wir mal, was uns da erwartet. Ja, Singsang, Lebkuchen, Glühwein, Bratwurst und solche Geschichten. Wir nehmen euch mit. So, wenn wir schon in Bamberg sind, dann muss man natürlich auch ans Rathaus. Das ist hier das Rathaus von Bamberg. Und das ist die Brücke über den Main in die Altstadt rein. Hier steht es geschrieben, das ist das alte Rathaus. Und hier geht es in die Altstadt. Ich denke, nachts stört es dich nicht. Was das ist es? Ist ja hier so hell. Ach so, ist zu hell. Okay. Wir stehen übrigens auf einer der über 80 Brücken, die Bamberg hat. Über 80 Brücken? Mhm. Ja, und das Rathaus haben sie genau auf die eine Brücke gebaut. Oder vielmehr in die Mitte des Flusses. Hier ist nämlich die Brücke und auf der anderen Seite sind wir gerade auch drüber. So, dann zurück. Jetzt kriege ich mal eine Bratwurst. So, jetzt schmatzt auf Roland. Ja, weil ich habe jetzt halt, was man halt so isst in Franken, Bratwurst. Passend zum Weihnachtsmarkt. Ja. Bratwurst ist wie Langosch, passt immer. Schaut ja sehr seltsam aus. So, Freunde, jetzt haben wir nochmal Bratwurst im Flammkuchenteig. Es ist ein Wiggi und es ist ein Wiggi scharf. Der ist mit Chili. Ich habe gerade schon probiert. Ja, der ist scharf. War nicht schlecht. Bratwurst mal ganz anders. Ha ha ha.
Club. Oh, da gibt's heiße Champignons. Nächste Runde. Ja, jetzt haben wir noch, Proben mit dem Grupften. Also bei uns sagt man sagen Obatzen. Ist im Prinzip das Gleiche. Käse. Käse. Zammmanscht. Auf dem Brot mit Zwiebeln. Sind wir zurück? Ja. Raus aus der Kälte. Ja, ich komme mal rum ums Eck. Ihr seht schon, Christkindlesmarkt ist in Nürnberg. Am Weihnachtsmarkt in Bamberg haben wir gegessen. Ja, alles Geld für Essen ausgegeben. Und in weiser Voraussicht haben wir uns von zu Hause ein Christkindlesglühwein. Ja, heute noch auf dem Weg an der Tankstelle haben wir den noch mitgenommen. Aber ein Christkindlesglühwein aus Nürnberg. Ja. Ja. Und da haben wir dann gesagt, das machen wir schön gemütlich. Weil ich finde es immer, auf dem Weihnachtsmarkt trinke ich nicht gern Glühwein. Der ist meistens dann schon zu kalt, bis ich überhaupt zum Trinken komme. Dann schubst mir einer von hinten. Dann muss ich mich schicken oder nicht schicken. Oder das finde ich immer nicht so schön. Ich trinke es lieber zu Hause. Ja, wir haben uns noch ein paar Kokosmakronen mitgenommen, die gibt es jetzt dazu. Kokosmakronen. Ja. Wir haben auch einen Weihnachtsbaum. Ja, ein bisschen Deko haben wir auch. Eine Kerze. Schön gemütlich machen wir es uns jetzt. Ja, und jetzt lasse ich die Jule wenig singen. Weihnachtslieder. Dann ist der Stellplatz leer. So, na gut, dann. Oder es kommen alle vorbei. Ich krieg den da. Du kriegst den? Ja. Ist der anders? Nee. Ich krieg den. Aber es heiß. Ja. Prost. Prost. Auf eine schöne Adventszeit für euch. Euch auch, ja, eine schöne Vorweihnachtszeit und kommt ein bisschen zur Ruhe, lasst ein bisschen Besinnung einkehren, geht mal auf den einen oder anderen Weihnachtsmarkt, trinkt Glühwein, esst ja, Plätzchen. Wir haben jetzt noch schon ein bisschen Weihnachtsstimmung. Ich war noch gar nicht fertig, esst Bratwurst. Oh. So, jetzt. Oder alles andere. Langosch. Was wolltest du? Wir haben jetzt schon ein bisschen so, ja, für uns Weihnachtsstimmung eingefangen. Ja. Mal schauen, jetzt wir sind uns noch nicht im Klaren, was wir morgen machen. Müssen wir mal gucken, da müsst ihr euch überraschen lassen, ja, wie und ob das Video weitergeht. Vielleicht ist es hier zu Ende. Wenn es zu Ende ist, dann wie immer, Daumen nach oben. Und wenn es nicht zu Ende ist, dann geht es gleich weiter. Wir machen jedenfalls für heute Schluss. Ja. Gute Nacht. So, kleine Überraschung am Morgen. Heute Schneefall. Bin mit der Emma draußen. Die stört es nicht weiter. Obwohl sie ja aus Italien kommt, ursprünglich ist ihr der Schnee wurscht. Mal hier bleiben. Komm. Vorbei mit dem Fahrrad, mit dem Hund, da schau her. Und die Emma blieb cool. So soll das sein. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir stehen vom Hugo, noch in Bamberg. Guten Morgen. Die Jule schaut irritiert, weil Schnee von oben kommt. Den hätten wir gestern für den Weihnachtsmarkt gebraucht, den Schnee. Da wäre es schön romantisch gewesen. Ja, jetzt haben wir uns entschlossen, jetzt schauen wir mal nochmal nach Bamberg rein. Mal tagsüber gucken. Ja. Lassen uns mal überraschen. Es war nicht so weit gestern, für ein Stündchen ist mir da reingelaufen, ist ganz praktisch. Können wir noch einen Cappuccino irgendwo trinken?
Und ja, ich hatte erst einen Kaffee, also wir brauchen dringend irgendwo unterwegs einen Kaffee. Und nehmen euch vielleicht mit. Ja, ein bisschen. Zeigen euch noch Bamberg ein bisschen am Tag. Aber wartet jetzt keine Sightseeing. Nein. Ein bisschen was. Aber Bamberg lohnt sich. Ja, natürlich. Ist wirklich ein schönes Städtchen. Natürlich. Wir waren schon öfter hier. Ja, natürlich. Lohnt sich selbstverständlich. Los geht's. So schaut der Weihnachtsmarkt mit Licht aus. Mit Licht? Du meinst tagsüber? Bei Licht. Tagsüber. Er ja, hat auch schon auf. Licht hatte er gestern auch. So, ihr Lieben, und jetzt heute das Bamberger Rathaus am Tag. Das steht mitten auf einer Insel. Hier seht ihr den Eingang in die Stadt und hier die andere Seite. Wenn es jetzt so richtig schneien würde, dann wäre es schön romantisch, gell, Frau? Die Jule ist not amused. Schnee mag sie nicht so. Ja, Schnee schon, aber der müsste liegen bleiben. Das ist so ein Matsch. Ja, nächste Woche wird es, glaube ich, kälter. Außerdem brauche ich noch einen Kaffee. Wir sind schon gerade am Langosch-Stand vorbeigekommen. Schon überlegt, ob ich ein Langosch frühstücke, aber 8,50 Euro. Was hast du gestern bezahlt? 8,50 Euro ist schon... War da Gold mit drauf? Also, nee, da war eben nichts drauf. Noch nicht mal Knoblauch, gell? Den hast du abbestellt. So, und jetzt nochmal von der anderen Seite. Beim Rathaus ist es anders, da ist es tagsüber schöner, weil man es besser sieht. Ja, naja, die Schönheit kommt ja jetzt erst zur Geltung. Dann zeige ich sie euch nochmal. So, die Julia erklärt euch jetzt nochmal, wo wir lang sind. Ja, einfach da durch. Genau, hier ist das Ganze nochmal ein Modell. Hier stehen wir jetzt. Da sieht man, dass das Rathaus also genau auf einer Insel steht. Ja. Hast du alles betrachtet? Ist gar nicht beschriftet. Jetzt sind wir an dem wichtigsten Platz in Bamberg, nämlich am Domplatz. Hier ist das Modell von der ganzen Geschichte. Und so sieht der Platz aus. Das Lustige ist, hier ist eine Durchfahrtsbeschränkung für Autos, da steht extra starke Polizeikontrollen. Das interessiert, glaube ich, hier keinen. Hier ist der Bamberger Dom. Leider eingerüstet zurzeit. Ja, da das aber ja kein Bamberg-Video werden sollte, zeigen wir euch auch gar nicht mehr.
Also sprich, wir gehen mal wieder nicht rein. Zurück. Ja. Wir haben einen schönen Stadtbummel gemacht durch Bamberg. Ein bisschen was zeigen wir euch. Es war jetzt aber ja nicht das Ziel, groß jetzt Bamberg, eine Bamberg-Tour zu machen, weil wir waren schon öfters in Bamberg und wir wollten euch bloß ein paar Eindrücke wiedergeben. Ja, wir waren zwischendurch noch frühstücken. Jo, das war richtig angenehm. Ja. Schön geruhsam. Und dann ist mir was aufgefallen. Ich war gestern irgendwie völlig verpeilt. Die Julia hat gestern mich gefragt, ob das da draußen der Rhein-Main-Donau-Kanal ist oder der Main oder der Rhein oder was weiß ich was. Und dann bin ich ganz durcheinander gekommen und habe euch, glaube ich, erzählt, dass das der Main wäre. Bamberg liegt natürlich nicht am Main. Bamberg liegt an der Rednitz. Und wenn er jetzt... Das hatte ich aber erwähnt, nur ja, um das mal zu sagen. Ja, ich weiß, ich war da einfach irgendwie... Wurde mir nicht geglaubt. Ich war da irgendwie durcheinander, weil ich ja wusste, es ist nicht der Kanal. Weil ich hatte es nämlich auch zufällig gerade vorher gelesen mit den 80 Brücken, dass es hier so viele Brücken gibt. Ja. Ja. Und die Rednitz, das wollte ich jetzt noch sagen, ihr habt ja mit Sicherheit das Nürnberg-Video vielleicht gesehen. Wenn nicht, dann schaut es euch mal an, weil da habe ich das mit der Bengerz erklärt. Also die Pegnitz fließt durch Nürnberg. Und die Rednitz fließt, vielmehr die Rednitz und die Pegnitz fließen zusammen und werden dann zur Regnitz. Und die Regnitz ist hier, weil die Bengerz, also die Pegnitz, nimmt nur das G mit. Ja, und dann wird aus der Rednitz die Regnitz. Jeder, der es jetzt ja nicht verstanden hat, ja, könnt ihr ja nochmal fragen, und dann kann ich es euch nochmal erklären. Bei mir sage ich sag einfach, hinter Erlangen oder kurz vor Erlangen fließt die Bengerz in die Regnitz, Rednitz, und dann wird es die Regnitz. Ja. Hoffentlich habt ihr das jetzt alles verstanden und wir brauchen keinen Synchrondolmetscher. Für uns geht es jetzt weiter. Wir haben noch einen nächsten Stopp. Den verraten wir jetzt mal noch nicht, weil wir nicht genau wissen, ob es was wird und ob wir den noch dranhängen. Ja. Alles noch ein bisschen offen. Und dann gucken wir einfach weiter. Wenn es nicht weitergeht, dann Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren, lamentieren, wie immer. Und bleibt positiv. Servusle.